Hi Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben im letzten Part da drüben ein wenig gekämpft gegen die ersten Unsterblichen, die uns begegnet sind. Das waren echt gar nicht mal so wenige. Aber sie sind machbar, auch wenn sie Rüstung tragen. Jetzt kommt hier eine Rutschpartie oder? Das bricht doch weg. Das bricht weg. Oh shit, erledigt. Nicht weg, wir müssen selber rutschen. Alles klar. Oh. Bin mal mit dem Körper ins Haus gefallen. Ah, diese Legs, die nerven mich schon. Ich hätte schon gerne eine vernünftige Videosequenz. Aber immer lädt er und. Schon scheiße. Oh, als keine Wasser. Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Das nenne ich mal einen Krieger. Boah, das ist eine richtig gut erhaltene Statue. Nice. So, was haben wir hier? Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Komisches Licht an. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Noch mehr von diesen Statuen. Und wir haben ein neues Feuerchen. Oh, das habe ich ja voll übersehen. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Deswegen sind sie unterwegs. Jahrhundertelang sucht die? Krass. Sind echt nicht mehr sie selbst. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Was fehlt mir hier? Ach, das Verfeinerungswerkzeug, genau, da fehlt uns ja noch ein bisschen. Uns fehlt Wildschwein, uns fehlt. Viele gute Sachen eigentlich. So, ich nehme mal das hier noch. Wenn nicht so schnell der geschossen ist. So, wir haben alles. Jetzt sind wir wieder ready. So, und? Rein da, würde ich sagen. Auf zur Stadt! Kann man das da anzünden? Oh shit, wo gehen wir denn ganz hin? Oh nein, er lebt. Irgendwas fehlt da wieder. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Hä? Wo denn? Ich sehe nicht ein. Okay,
Okay, okay. Wir haben Federn. Kann ich jetzt eigentlich auch Napalmpfeile herstellen? Ne, ist voll. Keine Ahnung wie, aber passt schon. So, wo kann ich das jetzt andocken? Da. So, ich kann runter. Möchte ich schon runter? Ne, ich bleib erstmal hier oben. Oh, da liegen überall Sachen. Aber ich komme ja auch wieder rauf. Gut. Ach komm. Ich geh mal weg. Kann dich verarschen. Boah, liegt so viel Krams rum. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Wenn sie lassen, was ist das für kein mongolischer Stufe 2? Okay. Jetzt fehlt uns auch noch mongolisch. Keiner? Nee. Einfache Pfeile herstellen. Halten Sie linke Maustaste zurück, um Pfeile herzustellen. Erfordert Holz und Federn. Das weiß ich doch. Was hält denn der aus? Ups, da! Mein Gott, da! Ups, da! Komm, was ich kann! Oh! Der ist auch noch geplumpst. Sag mal, willst du mich verarschen? Sag mal. Mann. Macht es mir auch nicht leicht, oder? Soll ich die Dinger anfackeln? Sehen so auffällig aus. Warum kann ich das hier... Ach so. Jetzt hätte ich den Bogen noch in der Hand. Hä? Darf ich nicht? Ich versuch's mal mit Feuerfallen. Fahnenkriege, bestehen sie alle Fahnen? 1 von 8. Warum kann ich das nicht aufsammeln? Aha, jetzt. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die anderen auch nochmal mit. Eine Fahne haben wir hier auch schon gesehen.
So, was haben wir? Oh, hier ist nur Wasser. Das lasse ich erstmal. Auch noch Explosionspfeile, okay. Die Stadt ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich vernünftig anfangen soll, die zu durchstöbern. Deswegen renne ich eigentlich so ein bisschen hin und her, kreuz und quer, wie auch immer. Schade. Achso, ich kann darüber rutschen. Dann machen wir das doch. So, ich brauche noch eine Fahne. Ich werde sie wahrscheinlich eh wieder nicht alle finden, aber naja. Ich kann es ja wenigstens versuchen. Ah. Alter, die haben hier wieder Balliste hingeschossen. So, wir können uns darüber rutschen. Möchte ich aber noch nicht. Oh shit, nein! Ich bloß hängen. Ich gehe doch nach unten. Den Kram möchte ich schon gerne mitnehmen. Jetzt, wo ich so viel davon finde. Sag mal, euch kann ich doch auch abschießen, oder? Aha. Cool. So, dann können wir die endlich auch mal runterholen. Ja, fast nicht gedauert. Ach, hier sind Pilze. Plus 19, wow. Aber wenn wir schon mal dabei sind, kann ich schon mal ein paar Pfeile wieder herstellen. An sich. Schöne Schmiede hier. Davon kann ich mehr gebrauchen. Ja, doch, gefällt mir, was die hier gemacht haben. Wir gehen nochmal hin. Schnappen uns die da. Wo seid ihr? Da. Nein! Du Sack. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Haben sie wahrscheinlich schon gefressen, die Viecher. Oder die sind einfach nur vermodert über die Zeit. Die sind eher vermodert, weil sonst wären die Knochen auch ein bisschen beschädigt, schätze ich mal. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Coole Sache.
Nicht hier rein. Was ist denn das da mal kurz, was aufbringt? Okay, kann ich was nehmen. Das war ein Bär, oder? Das klang nach einem Bären. Ah, hier liegt noch was. Oder auch nicht. Nicht von 10 zumindest. Was? Eins haben wir. Hier sind noch mehr. Alles klar, hier sind noch Tiere. Aha. Schade. Da ist noch was. Boah, diese Stadt ist einfach zu gigantisch. Einfach viel zu gigantisch. Die Halskette einer Frau aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Cool aus, auf jeden Fall. So, wer patrouilliert hier? Ich höre doch was. Wo seid ihr? Seid ungefährlicher, als ich gedacht hatte. Na gut, wenn sie in eine Masse kommen, dann sind sie natürlich wieder gefährlich, aber... Das tun sie ja scheinbar nicht. So, was habe ich hier? Okay, hier soll ich auf jeden Fall nicht hin. Keine Cutscene, kein nichts. Haben wir schon wieder ein Grab. Haben wir hier den Bären? Ich habe einen Bären gehört. Oh shit. Exotisches Tier. Autsch. Oh, wir haben ihn. Boah. Zwei Giftpfeile brauchte ich. Und einige andere. Exotisches Tier sogar. Tut mir leid, Bärchen. Zweimal Bärenfell. Alles klar, das können wir gebrauchen. Noch ein Bär? Nein. Aber ich kann noch mal ein paar Giftpfeile herstellen. So. Da können wir durch, da ist nichts, alles klar. Dann rein da. So, was erwartet uns hier? Welches Grab? Ich hoffe, jetzt können wir anfangen beim nächsten Mal.
Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Noch mehr Münzen. Da können wir unser Verfeinerungswerkzeug auch noch kaufen. Das wäre ideal. Okay, das sieht nach einer Art Wasserschrein oder Wasserrätsel aus. Jedenfalls wirkt das erstmal so. Ich würde sagen, wir beenden hier den Part, gucken uns beim nächsten Mal das Grab an und ja, gehen dann in die Stadt weiter erkunden. So, bisher der Plan. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.